Es ist die Überraschung des Jahres. Es ist das Gadget, womit keiner gerechnet hat. Es ist der erste smarte Roboter von Amazon, der kürzlich bei der großen Keynote vorgestellt worden ist. Der Amazon Astro, unser smarter Roboter, der zukünftig unser Leben erleichtern soll. Aber tut er das wirklich? Genau dieser Frage werden wir in diesem Video einmal nachgehen. Werden uns die verschiedenen Pros und Kontras und erste Meinungen zum Amazon Echo Astro einmal anschauen. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob ihr euch nach diesem oder während diesem Video dazu entschließt, den Echo Astro euch zuzulegen oder ob ihr sagt, das brauche ich noch nicht, da warte ich lieber auf die nächste Generation. Der Amazon Astro, ein Gerät, was auf den ersten Augenblick wirkt wie ein Segway, der vielleicht beim Waschen eingegangen ist, klein, kompakt, Display auf der Vorderseite, kleiner Pfeiler in der Hinterrand und vor allen Dingen eine Halterung auf dem Rücken. Ein Gerät, was zunächst einmal ziemlich komisch aussieht, wenn man es das erste Mal sieht, aber was dann tatsächlich in den Details doch tatsächlich Funktionalität beweisen kann. Wenn man sich den Preis anschaut, muss er das allerdings auch meiner Meinung nach. $1,500 soll er nämlich kosten. Das ist bei weitem kein Schnäppchen. Auch wenn er in der Einführungszeit wohl für $1,000 erhältlich sein wird, liegen wir hier immer noch im Schnitt bei ungefähr 1.200 bis 1.300 Euro, wenn es nicht noch höher geht am Ende. Und das finde ich schon sehr, sehr happig. Gerade natürlich, wenn wir uns die restliche Preispolitik anschauen, in dieser Branche ist das sicherlich günstig für einen smarten Roboter, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns dann die Funktionen angucken, muss man sich schon fragen, ob hier das Verhältnis tatsächlich stimmt. Aber gehen wir erstmal Stück für Stück vor und gucken uns die einzelnen Segmente einmal an. Der Echo Astro hat zunächst einmal ein großes, schönes Display. Dieses Display ist vergleichbar mit einem normalen Echo Show Display, vielleicht einen Ticken größer, hat allerdings hier wirklich ähnliche Funktion und natürlich auch eine integrierte Kamera. Heißt, ihr könnt auf diesem Display verschiedene Tasks einmal einsehen, könnt selbstverständlich mit dem Display sprechen und habt diese Kamerafunktion, die euch letztendlich auch dabei hilft, beispielsweise Videotelefonie durchzuführen. Amazon hat das wunderbar wirklich auch gezeigt im Einführungsvideo, wo man hier alle Randpunkte beleuchtet hat, wo beispielsweise der Roboter auch mithilfe der Kameras in diesem Display Personen folgen kann oder Personen auch erkennen kann. Ähnlich wie beim neuen Echo Show 15 soll hier eine Personenerkennung dazu dienen, dass man letztendlich auch das Ganze personalisiert. Die Verfolgungsfunktion kennen wir schon von diesem Gerät, so ein bisschen dem neuen Amazon Echo Show 10. Hier wird die Verfolgung allerdings nur anhand der Kreisbewegung einmal dargestellt. Im Endeffekt macht der neue Echo Astro nichts anderes, als diese Bewegungsverfolgung noch etwas weiter zu dienen und dementsprechend an die Räder weiterzugeben. Dementsprechend kann er euch dann durch den Haushalt folgen und selbstverständlich auch Personen erkennen und damit auch Personen gezielt ansteuern. Das kann lustig sein, natürlich dementsprechend, wenn man sich viel bewegt und eine Videotelefonie fortführen möchte. Ich persönlich sehe allerdings hier bei dieser Bewegungsverfolgung eher den Sinn in der Personenerkennung, dass verschiedene Personen individuell angesteuert und angesprochen werden können, ähnlich wie beispielsweise der Echo Show 15 das auch schon macht. Wenn wir uns dann die Hinterseite einmal anschauen, haben wir hier einen großen Stab. In diesem Stab ist die Hauptkamera sozusagen integriert. Diese Hauptkamera lässt sich ebenfalls nach oben ausfahren. Dadurch, dass der Echo Astro etwas kleiner ist, haben wir hier den riesengroßen Vorteil, dass wir dann beispielsweise, wie auch im Video gezeigt, einmal die Herdplatten kontrollieren können oder dementsprechend schauen können, was gerade auf dem Tisch steht. Ihr könnt selbstverständlich auch Einbrecher besser abfilmen, wenn dann die Kamera automatisch rausfährt. Ihr wisst, wo das Ganze hingehen soll. Es ist einfach sozusagen eine etwas größere Erweiterung des Radios, damit man hier noch eine bessere Überwachungsfunktion bieten kann. Kleines Manko an dieser Stelle ist, einer der Entwickler hat so ein bisschen geplaudert und hat gesagt, ja, beide Halterungen, einmal von der Kamera als auch vom Display, sind gar nicht so gut, wie man denkt. Die sind wohl ziemlich labil. Das heißt, wenn man mal drüber stolpert und ich bin prädestiniert für so etwas, kann es schon mal sein, dass das Display abbricht oder dass beispielsweise die Kamera nicht mehr funktioniert. Finde ich bei einem Gerät von $1,500 etwas
heikel, diese Aussage, sollte nicht sein und da muss definitiv bis zum Release, denke ich, noch etwas an der Qualität getan werden, dass man am Ende nicht herbe enttäuscht wird. Auf der anderen Seite bietet natürlich der Echo Astro oder Amazon Astro, wie er etwas übergeordneter auch genannt wird, hier natürlich ein paar Features, die letztendlich auch gar nicht so verkehrt sind. Beispielsweise finde ich es sehr, sehr praktisch, den als smarten Haushaltshelfer vielleicht wirklich zu bezeichnen, wenn es darum geht, kleine Botengänge zu erledigen, wenn man vielleicht nicht für alles aufstehen möchte und dann dementsprechend, wie hier auch im Video gezeigt, etwas von A nach B einfach mit dem Echo Astro transportieren lassen möchte. Allerdings auf der anderen Seite gibt es dann schon erste Stimmen, die gesagt haben, ja, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man muss allerdings diesen Roboter sehr lange anlernen, bis er den Grundriss beherrscht und bis er vor allen Dingen Tätigkeiten der Personen kann. Und genau da sehe ich dann den großen Schwachpunkt, was das Deutschland-Release betrifft. Denn ihr wisst, wir haben sehr strenge Datenschutzbestimmungen und diese ganze Aktivitätstracking-Geschichte, die hier wieder verwendet wird, ist natürlich noch viel, viel umfangreicher als das meiste, was wir bisher in diesem Segment hatten. Und auf der anderen Seite hat das bisher immer dafür gesorgt, dass man letztendlich länger auf das Release warten musste, bis es dann tatsächlich auch in Deutschland einmal genehmigt wird. Soll uns allerdings nicht großartig stören, denn wir können bis dahin uns entspannt meiner Meinung nach zurücklegen und können schauen, wie hier die Entwicklung voranschreitet beim Amazon Astro. Mich würde allerdings eure Meinung interessieren. Würdet ihr euch ein Gerät, was in diesem Preissegment liegt, mit diesem Funktionsumfang zulegen? Ja oder nein? Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Und was haltet ihr generell von smarten Robotern? Sagt ihr, das passt? Oder sagt ihr, okay, wenn sie fahren, finde ich es nicht so cool, aber vielleicht wie mit einer Ring-Drohne, das finde ich schon eher cool, das würde ich mir zulegen. Ich bin gespannt auf eure Meinung, wie gesagt, alles in die Kommentare und hoffe natürlich, ich konnte euch hier den größtmöglichen Eindruck vom Amazon Astro einmal vermitteln und beziehungsweise auch den derzeitigen Stand der Dinge natürlich vermitteln. Wenn es dazu News gibt, werde ich euch selbstverständlich hier auf meinem Kanal informieren und euch hier mal auf dem Laufenden halten, auch ebenfalls natürlich, wenn es irgendwann ein Release-Date für Deutschland geben wird. Bis dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.